Ja, weiter geht es mit Let's Play Rift. Ich stehe diesmal nicht da, wo wir uns ausgeloggt haben gestern am Samstag, sondern vor dem Briefkasten, denn ich wollte das eben ganz schnell abhandeln. Mein Dank geht wieder an Seeles Schurke. Der hat mir wieder einige Artefakte zukommen lassen. Ja, viel Spaß damit werde ich haben. Ich werde die jetzt alle mal plündern und dann werden wir die zusammen einlesen. So, zack, das war Nummer 1. Dann haben wir hier den nächsten. Zack, zack, zack. Und den haben wir auch noch. Sehr schön. Ja, vielen Dank dafür. Dann werden wir mal schauen, dass wir die jetzt hier eingelesen bekommen. Und fangen auch direkt mal an. Bei den Sammlerstücken. Genau. Freundschaftsabkommen. So, geht hier rein. Da haben wir noch nichts von. Aber ist ja auch Stufe 50. Da sind wir ja noch 6 Level von entfernt, wenn ich mich nicht recht täusche. So, das haben wir schon. Das ist für Stufe 50, aber ich glaube, das können wir trotzdem schon einlesen. Jawohl. Das hatten wir schon. Dann geht es weiter mit zerbrochenen Mundkristalle. So, dann fangen wir dieses Set neben den ganzen anderen auch mal an. Oh, guck mal, hier haben wir schon 3 Stück jetzt insgesamt von. Die haben wir auch schon. Okay, dann machen wir hier weiter. So, Stufe 60, also sind wir schon meilenweit von entfernt. Ja, meine Güte, sendet mir auch bitte nur Artefakte, die ihr selber nicht gebrauchen könnt. Warte mal, jetzt ist das woanders, ne? Hier. Nicht, dass ihr mir jetzt hier alles schickt und ihr kriegt die Sets ja dadurch nicht voll. Wie gesagt, ich stehe erst an zweiter Stelle. Ich lese jetzt alle mal ein. Das ist für Stufe 35. Ich glaube, das ist besser hier, ne? Aber benötigt auch mehr Artefakte. Ich lese das da trotzdem mal ein. So. Verdrehte Artefakte, ja, da kommen, glaube ich, erst mit Stufe 50 dran. So, das waren die Sachen. Vielen Dank dafür. Nee, warte mal, da war doch noch irgendwas. Ne, irgendwas mit einer Zahl 4 unten dran. Wo haben wir das denn? Ist das das hier? Verfügbare Sätze. Tja. Aber wieso habe ich jetzt noch 3? Das verstehe ich nicht ganz. Wieso schickst du mir 4? Na, wenn du die wieder haben willst, dann schreib das bitte in die Kommentare. Ansonsten werde ich das mit in den Pool schmeißen für die ja, Zuschauer, falls es denn mal irgendwann zu einer Verlosung oder sowas kommen sollte, was Artefakte angeht. So, wir waren dabei. Das letzte Mal haben wir irgendwelche Schrottteilchen da gesammelt und da sind so Wirbelstürmchen emporgestiegen. Wir haben noch, bevor ich die Sachen jetzt hier abgebe, noch einige Quests zu erlesen, erlegen. Wir sollen Jovox besiegen oder Jovox und Gehirnegel sammeln, aber da war noch irgendwas anderes. Bevor ich jetzt hier irgendeine Quest hier, Nestschrecken, genau. Nehmen wir Zeichen des Todes. Ne, warte mal, dann nehmen wir erstmal hier eine weg und machen die Unvollständigen an. So. Und wir sollen noch irgendwelche Harpiennester, genau, Nistplätze verbrennen. Und das müsste sich alles hier oben befinden. Von daher passt das ja. Also hier oben sind die irgendwo. Das heißt, wir werden jetzt mal den Weg hier lang gehen. Nein, die Erzader ist nicht respawned. Das habe ich noch gemacht, als ich mich eingeloggt habe. War da noch eine, ja, eine Erzader, die ich noch eben schnell abgebaut habe. Weil dieses Erz uns ja, weiterbringt, uns weiter levelt. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt hier irgendwo hochkomme. Nein, erstmal nicht. So, ach, guck mal hier, Gehirnegel. Ja, gut, ich habe mich schon mal gebufft, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Deswegen ist oben hier, wie ihr seht, auch alles parat. Und wir haben alles am Maximum, was das angeht. So, ein Gehirnegel. Ja, super, da müssen wir einige für töten. Oh, da ist das nächste Opfer. So. Hätte ich das eher gewusst, dann wären wir hier... wobei, ich weiß gar nicht, ob diese... Nee, Quatsch, die anderen Quests, die waren ja weiter unten oder oben. Je nachdem, aus welcher Richtung man das betrachtet. Nee, sie waren weiter im Norden. Von daher haben wir jetzt hier nichts ja, verpasst. So, hier haben wir noch ein Stämmchen. Das nehme ich mit. Für das Auktionshaus. Dann freuen sich andere Spieler vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So, da ist die nächste Erzader. Die schürfen wir natürlich auch. Auch wenn wir natürlich keine Punkte mehr dadurch bekommen, weil das schon relativ low ist. Aber wie gesagt, wir machen das alles für Gold und Platin. So, und ob das jetzt hier weiter rumsteht oder nicht, das ist ja relativ egal. So, dann würde ich sagen, mischen wir das Lager mal ein wenig auf und hauen die hier aus den Latschen. So, zack. So, den können wir wieder anspringen.
Ja, da hinten läuft auch noch einer rum. Aber ich denke, wir werden hier im Lager verweilen. Das fängt ja auch eigentlich erst da vorne an. Von daher, glaube ich, haben wir noch einen kleinen Puffer, was das angeht. So. Ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen monoton, das ganze Gequest und so weiter. Ihr könnt mir ja, was könnt ihr mir eigentlich ja in die Kommentare schreiben? Jetzt wollte ich irgendwas Schlaues sagen, aber ich glaube, mir fällt nichts Schlaues ein. Was wir noch tun können. Klar, wir müssen ja irgendwie leveln, aber vielleicht auch mal abseits vom Questen, was man da erledigen kann. Ich weiß, es gibt sofort Abenteuer, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so super spannend. Das ist, glaube ich, für ultraschnelles Leveln, wenn man ja schnell in die neuen Gebiete kommen möchte. Aber ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr irgendwas sehen wollt, irgendwie Dimensionen oder irgendwas abseits vom Questen, dann schreibt es in die Kommentare und ich versuche es euch zu zeigen. So, ansonsten questen wir einfach mal fröhlich weiter. Und holen den operativ die Gehirnegel aus dem Kopf. Was auch immer die tun. Auf mich schießen, natürlich. Vielleicht greifen die uns ja deswegen an, dass die so ein bisschen ja unter Kontrolle gebracht werden. Ich weiß nicht, ob ihr noch Futurama kennt, hier diese Gehirnschnecken, wie heißen die nochmal, die sich dann auf dem Kopf festsaugen und dich unter Kontrolle bringen. Naja. Ja, ich weiß, ihr seid zu zweit. Ah, mein Hammer reicht für drei. Warte mal, kommen wir nicht? Wir müssen noch irgendwo hier hochkommen. Ah, über die Brücke höchstwahrscheinlich. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, ganz großes Kino. Das heißt, wir müssen ganz zurück. So, das sind erstmal die hier. Oh, dann haben wir die Quest auch schon abgeschlossen. Warte mal, hier ist noch was. Jovox, ne? Da muss der hier irgendwo sein. Ich glaube, das ist der da vorne. Ich werde aber systematisch hier, gibt ja auch ein bisschen Erfahrung, systematisch hier die Wachen erstmal ausradieren. So, her mit deinen Hab und Gut. Naja, gut. Jetzt ist da keine Wache mehr. Jetzt können wir den einfach so aus dem Leben kloppen. So. Ja, super. Jetzt hat er irgendeine tolle Fähigkeit gewirkt, die ihn aber nichts bringt. Denn er wird jetzt... Okay, aber jetzt das zeitliche Segnen. Jawohl, wir haben Jovox besiegt und damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. So, die springe ich jetzt eben nochmal an. Quatsch. So, ich habe irgendein Vieh im See anvisiert. Das wollte ich eigentlich nicht. Sehr schön. Okay, du liegst am Boden. Das heißt, wir müssen... Boah, wir müssen da ganz rum. Ich versuche da mal rüber zu kommen, ohne irgendwelche Viecher zu ziehen. Das, ich glaube, das ist schwieriger als gedacht. Da ist nämlich ein Wächterposten. So ein Mist. Ah, wie komme ich denn jetzt da hin? Ja, jetzt kommt irgend so ein Vieh angeschissen. Egal, gib ein bisschen Erfahrung. Der ist ein Level über uns. Ja, das heißt ausreichend Erfahrung. Mir ist übrigens beim Schauen der letzten Folge, beim Probeschauen aufgefallen, dass, dass man hier mein Overlay in den Ladebildschirmen sieht. Das fand ich ziemlich witzig, aber naja, nicht, dass das irgendwie anfängt zu stören. Warte mal, hier ist ein Eisenhüter. Achso. Ja, das sind Wächter. Hier müssen wir nicht hin. Das ist ein Mithril. Achso, ich glaube, hier haben wir schon mal eine Quest erledigt. Wir müssten höchstwahrscheinlich für die Nistplätze müssen wir da rüberkommen. Na, das versuche ich doch gleich mal. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt ganz genau lang müssen. Ich muss auch zugeben, in Schimmersand habe ich noch nie wirklich groß gequestet. Ich war eigentlich mehr im Stillmoor unterwegs. Und dementsprechend kenne ich dieses Gebiet hier nicht gut genug, möchte ich jetzt mal meinen. Ach, schon wieder so ein Vieh. Na, werde ich mal gucken, dass ich jetzt hier hochkomme. Ich glaube, wir müssen ganz zurück. Wir waren ja schon mal da oben irgendwo unterwegs. Und ich vermute einfach, wir müssten da auch wieder hin. So, hier geht's auch nirgendwo hoch. Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als uns hier durchzuschnetzeln oder außenrum zu gehen. Mir ist das egal. Aber wie gesagt, ein bisschen Erfahrungspunkte, die können wir ruhig mitnehmen. So, das ist der. Und den mache ich auch noch eben. Ja, ich hätte mich hier außen rumschlängeln können. So, zack. Aber so kriegen wir doch noch ein paar Zutaten für
unser Crafting. Okay, das dürften jetzt hier alle gewesen sein. Das heißt, wir können in Ruhe aufsatteln, wenn das denn mal funktionieren würde. So, warte mal. So, ja, das müsste hier irgendwo sein. Das heißt, wir haben hier gleich den Auftrieb, vermute. Ich weiß auch schon, wo. Bei dem ersten Dörfchen, wo man hier in Schimmersande angekommen ist. Da geht es nämlich hoch. Und dann müssen wir uns da oben ein wenig durch die Gegner schnetzeln. Aber das ist nicht weiter schlimm, denke ich. Dann können wir nämlich die Brücke passieren. Und gefahrenlos, naja, was heißt gefahrenlos? Wir können auf jeden Fall die Nester verbrennen. Oh yes, und dann gehen wir alles ab und dann haben wir hoffentlich Level Up. Das wäre nämlich richtig nice. Das dauert ja echt ewig, das Leveln. Wir können auch mal mit Level 45, weil wir ja schon die Hälfte zu Level 50 dadurch erreicht haben, können wir ja eigentlich mal nach Stillmore gehen. Einfach so, um ein bisschen Abwechslung hier in die Monotomie zu bringen. Ja, das sind irgendwelche Fuzzis. Ja, ganz großes Kino. Ihr habt doch eh keine Chance, also lasst es doch gleich bleiben. Ah, so, du willst auch noch, alles klar. Bist doch jetzt eh schon halb tot. So. Das will ich doch meinen. Ja, und mit Stufe 50 können wir wieder diese Schatzkiste looten. Da freue ich mich ja schon sehr drauf für bessere Ausrüstung. Ja, hier oben habe ich auch mal offscreen einige Artefakte gesammelt. Die verstecken sich dann immer so an den Rändern. Aber da will ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich möchte jetzt echt diese Brücke aufsuchen. Wie gesagt, Artefakte kann ich ja auch noch offscreen sammeln, außer... Ich finde jetzt hier natürlich direkt auf dem Weg was, dann nehme ich die mit. So, das müsste der Übergang sein. So, dann bin ich ja mal gespannt. So, vielleicht... Naja, wir kommen hier nicht ohne Ed durch, denke ich. Deswegen werde ich den mal dezimieren. Ja, das sind nämlich andere Gegner. Level 50. Sicher? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Guck mal, die sind Level 50. Frevlerwache. Und die sind auch rot angezeigt. So ein Mist. Wo geht es denn lang? Da hinten sind wir rumgegangen. So, warte mal. Jetzt will ich es aber wissen. Ich mach den erstmal platt. So. Aber das ist die Brücke, die wir gesehen haben. Die müssten wir passieren, damit wir da drüben die Nester verbrennen können. Wir müssen auch irgendwie da hochkommen. Hier unten sind wir übrigens vorhin lang geschwommen, wo ich dachte, wir müssten auf die andere Seite. Von da geht es aber auch nicht rüber, von da. Da gibt es eigentlich auch eine Questreihe, deswegen wundert mich das, dass wir da noch nicht waren. Ich versuche jetzt hier mal rüber zu kommen, aber es sieht nicht gut aus. Hier sind alle Stufe 50. Ich versuche mal hier einen zu pullen. Vielleicht funktioniert das ja. Das sieht... Ja, es wird ewig dauern. Wir werden es schaffen. Wie ihr seht. Aber es wird ein wenig dauern. So, zack. Ja, wie gesagt, wir schaffen einen wirklich. Aber ja. Ja, ich wiederhole mich. Das ist nicht gut. Sobald uns zwei auf die Pelle rücken, war's das? Ja, sehr nice. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir da rüberkommen sollen. Gibt es noch einen anderen Weg? Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Weg. Warte mal, da unten ist eine Höhle. Ich werde jetzt hier nochmal runterspringen. Das kann ja nicht das Rätsels Lösung hier sein. So, sehr schön. So, da drüben ist eine Höhle. Ich glaube nicht, dass wir über die Brücke sollen, auch wenn das momentan der einzige Weg zu sein scheint. Ja, super Wasser. Egal. Wir werden schon irgendeinen Weg finden. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwas übersehen. Das kann ja natürlich auch sein. So, die sind zum Glück keine Gefahr für uns. So, gibt das her. Ja, hier wären wir rübergekommen. Aber wie gesagt, die sind einfach viel zu stark. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein.
Und die ist jetzt auch gelb, die Quest. Das heißt, die ist dann noch nicht mal rot. Wenn die uns da durch die 50er Gebiete schickt, dann ist die Quest auch für Level 50 markiert. Das heißt, es ja, müsste eigentlich rot sein dann. Aber was weiß ich schon. Ich versuche jetzt hier nochmal einen Weg nach oben zu finden. Vielleicht habe ich einfach wirklich was übersehen. So, da ist eine Höhle. Aber da scheint es eher in so eine Art Lager reinzugehen. Da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Gut. Also haben wir schon mal reingeguckt. Ja, wie kommen wir da hin? Das ist die große Frage in dieser Folge. Ich habe keine Ahnung. Hier muss doch irgendwo ein Aufstieg sein. Anders geht das doch gar nicht. Hier zum Beispiel, guck mal. Könnte das die Möglichkeit sein? Ja, das sieht so aus, ne? Sieht so aus, als könnten wir hier hoch. So einfach ist das. Aber der Glenwan rennt natürlich erstmal komplett andersrum. Auch wenn ihr wahrscheinlich in den Kommentaren schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habt und die Tastatur ja, durch den Monitor gezogen habt. Ach, hier gibt es eine Quest, sehr schön. Wo ist das Teil? Hier, Damenreif, jawohl. Aber hier haben wir noch was, guck mal. Herbstkappenpilz, ach, das ist bestimmt was für irgendein Event. Naja, Herbstkappen, das könnte irgendwie so ein Erntedings da wieder sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe das schon viel zu lange nicht mehr gespielt, als dass ich mich hier mit den Events auskenne. Aber die sollen auf jeden Fall besiegen, 12 Stück an der Zahl. Also eine kleine ergänzende Quest zum Verbrennen der Nester. So, ach, da haben wir schon das nächste Opfer, aber ich hänge am Berg fest. Ich dachte, man kann hier so richtig schön rübergehen, aber konnte man dann doch nicht. Deswegen sah das so ein bisschen unbeholfen aus. So, Schnauze hier. Wie gesagt, mit denen kommen wir eigentlich relativ gut klar. Aber wo haben wir die Nester? Wir werden die gleich finden, keine Angst. Ich glaube, da haben wir schon Nummer 1. Naja, und 4 Hochsitzschrecken haben jetzt mit dem hier auch schon gekillt. Naja, da kommt natürlich das nächste Mistvieh. Aber ich hätte gerne noch so eine Debuff-Anzeige, was so alles auf dem Gegner drauf ist. Aber ich habe da noch nichts gefunden. Und naja, eigentlich habe ich auch noch gar nicht gesucht. Aber ich stelle gerade fest, dass das doch sehr nice wäre, diese Informationen zu erhalten. Dass irgendwelche Blutungen oder so auf den Gegnern sind. Ich glaube, wir haben hier oben irgendwas. Frostschlag erhöht, Elementarschäden verursacht den Schaden. Aber ich hätte das schon gerne irgendwie zentraler. Naja, vielleicht gibt es sowas, vielleicht auch nicht. Das werde ich in dieser Folge nicht beantworten können. So. Zack. Gut, dann gehen wir erstmal zu dem Nest da hinten. Da haben wir auch noch ein bisschen Erz rumschwirren. Ich bin zu weit weg. Ich gebe gleich zu weit weg. So. Hochsitzschrecken. Aha. Gut, das habe ich auch eingesackt. Ja, dann haben wir hier den nächsten. Also das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Und dann können wir die ganzen Quests auch endlich abgeben. Und hoffen, dass wir ein Level aufsteigen. Wir können uns nämlich die Rüstung beim Ebenenhändler kaufen. Die müssten wir uns eigentlich leisten können. Zumindest habe ich mal vor ein paar Wochen geschaut. Da waren wir aber noch Level 43. Also noch ein bisschen davon entfernt, diese Rüstung tragen zu können. Ah, ich hätte die vielleicht schon kaufen sollen, dann, ja, jetzt kommen eh beide, ne? Ja, dann kann ich auch drauf hier. So, Nummer 1. Ach, guck mal, die Quest haben wir jetzt schon fertig. Gut, von denen brauchen wir jetzt keine mehr. Ja, aber wir müssen die trotzdem platt machen, weil sie ja ihre Nester verteidigen. So ein Mist aber auch. Okay, die Hälfte haben wir aber auch schon. Ach, guck mal, da brennt's noch. So, haben wir sonst noch irgendwas? Da unten sind wir lang gegangen, um diese Blutegel, ach, Gehirnegel, Entschuldigung, zu sammeln. So, was haben wir hier? Da ist noch ein Nest. Ah, ich gehe hier erstmal lang. Na, jetzt komm.
Natürlich, alle drei. Natürlich. So, warte mal, dann buffen wir uns hier komplett voll. Und werden sie kaputt hauen. So, einer liegt schon am Boden. Black Harp hier down. So, zack. Ja, und den machen wir jetzt auch noch platt. Oder die, oder S, oder was auch immer das ist. Nicht von dieser Welt. So. Gut, dann haben wir jetzt hier freie Bahn. So, da vorne ist der Palast. Und hier ist auch irgendwo die Brücke, ne? Genau, da vorne. So, ich hol den erstmal. Da sind schon wieder die Nächsten, die auf uns lauern, um uns daran zu hindern, ihr Nest anzuzünden. So, aber jetzt können wir, glaube ich, drauf. Ah ja, das Vieh müssen wir noch kaputt machen und dann da vorne am Nest. So, es sollte ja relativ schnell gehen. So, und wusch. Ihr könnt euch ruhig mal was Nützliches fallen lassen. Ach man, lass dich drum anklicken. So, hä? Ich habe die Maus gar nicht gedreht, aber ich nehme das mal so hin. Okay. Macht sie hier schon selbstständig. So, das ist das. Okay, dann ist das das vorletzte Nest. Da müssen wir uns noch eins suchen. Ich glaube, auf dem Rückweg, da war noch irgendwo eins. So, guck mal, hier ist die Brücke. Da wären wir vorhin fast drüber gelaufen. Aber, nee, doch nicht. Aber da scheinen andere Gegner zu sein. Ist zu weit weg. Ah ja, da ist auch noch eins. Okay, dann machen wir hier platt. So, zack. Dann bin ich mal gespannt. Ich hole die jetzt mal ran. Die sollte auch alleine kommen. Der könnte gleich enden. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, ja, genau. Das war's. Das ist, wie gesagt, nicht weiter schlimm. Da kümmern wir uns nämlich jetzt auch noch drum. Gibt halt nette Erfahrung. Mal die ja auch noch ein Level über uns sind. Na komm schon, lass dich bitte treffen. So, okay. Ist der weit genug weg von dem anderen? Jawohl. Guck, da standen wir vorhin auf der anderen Seite der Brücke und haben uns gewundert, wie wir hier rüberkommen. Ja, manchmal ist es doch leichter, als man denkt. So. Ach, jetzt kriegt das ja nicht angeklickt, ne? So, zack. Und ruff. Da unten stehen auch wieder die Level 50er. Frevlerwachen. Okay, ne, da kommt nichts raus. Okay, das Glitzern gehört wohl noch zum Nest. Jawohl, es hört jetzt auch auf. Und damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. So, jetzt schnetzel ich mich noch eben hier durch, damit wir hier die ganzen Quests abgeben können. Wir dürften jetzt keine offene mehr haben. So, kleinen Moment. Das können wir uns hier angucken. So, alles abgeschlossen hier. Aus Schimmersand, jawohl. Wir haben noch was in Stillmann-Ödlande. Vielleicht sollten wir die auch nochmal abgeben. Ich versuche die nochmal zu machen. Die sind ja noch grün. Return to Deep Strike. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe hier irgendwas abgeschlossen. Hier auch. Die täglichen Sachen, Beforderung. Ich weiß nicht, was das ist. Besiegt einen mechanisierten Streiter. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Deswegen lasse ich das auch einfach erstmal. Zu weit weg, das glaube ich nicht. So, da ist nämlich der Abstieg. Dann können wir auch direkt dieses Plateau hier verlassen. Die Blume lasse ich jetzt da mal stehen, die bringt uns eh nichts mehr. So. Genau. Der letzte Widerstand hier. Mist, ich habe den heftigen Schlag nicht getroffen. Das ist die wichtigste Attacke für uns, die so mindestens ein Drittel bis zur Hälfte abzieht, je nach Level des Gegners. So, sehr schön. Dann haben wir alles abgeschlossen. Und wir können auch alles abgeben. Jawohl. Sehr nice. So, ich springe jetzt mal hier runter, denn wir haben ja auch noch Quests abzugeben. Warte mal. Jetzt muss ich gucken. Wo bin ich? Erstmal wollte ich da vorne gucken, ob das Erz wieder respawned ist. Das scheint ja immer an den gleichen Stellen zu spawnen. Also hier ist aber jetzt nicht da. Okay, dann können wir die Quest abgeben. Wir haben noch 5 Taschenplätze. Wie kommt das denn? Habe ich so viel Müll aufgehoben? Warte mal, da muss ich erstmal
Händler finden. Nein, später. So. Genau. Lieferung aus der Scharlachroten Schlucht. Warte darauf. Zurück. Bla bla bla. Eisenkieferladerung. Stein. Wundwald. Ah, es sieht nach einer Rundreise aus. Da habe ich jetzt ja eigentlich gar keinen Bock drauf. So. Dann haben wir hier noch. Bietet ihr Hilfe an? Wir werden auf Sie. Ja, ja, ja. So, okay, das ist das. Ja, mein Händler, sehr schön. Ich weiß auch, dass wir jederzeit hier das Shopfenster aufmachen können. Und dementsprechend. Was ist das hier eigentlich? Schusswaffe brauche ich nicht. Schwert brauche ich nicht. Was ist das hier? Streitkolben. Etwas Einhand brauche ich nicht. Dann haben wir hier noch einen Streitkolben. Einhand, weg damit. Habe ich sonst noch irgendwas? Ah ne, das sind Artefakte. Ich bin blind, warte. Ne, das dürften eigentlich alle Sachen gewesen sein von den Rüstungsteilen. Wahrscheinlich habe ich irgendwo was übersehen. Das ist immer, ja, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, das zu studieren, deswegen lasse ich das lieber. Wir haben auf jeden Fall wieder 23 Taschenplätze frei. 165 Platin, warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo muss ich den Rest abgeben? Ach so. Sprecht mit, ach ja, das ist bestimmt die Höhle, wo wir da mal kurz reingelugt haben. Möchte ich jetzt aber nicht tun, denn in dieser Folge möchte ich die ganzen Quests erstmal abgeben. So, hier haben die Folge auch gestartet an dem Briefkasten. Hier ist nichts. Hier ist der Vorplatz fürs Crafting. Ach, da können wir eh nicht hin, da ist alles rot. Hier unten haben wir auf jeden Fall noch was. Ja, das hoffe ich doch. So. Ach, da unten ist auch noch was. Ja, ich will keine Treppe steigen, ich gehe aus von rum. Ja, hallo. Natürlich werden wir das. So, gut, jetzt die wichtigen Sachen. Das ist einmal hier bei Asha Katari wahrscheinlich oder zumindest einer ihrer Gefolgsleute. Skeptiker Ressourcenverwalter. Ah, sehr cool. Ah, die Hose. Die nehme ich doch gerne. Sprecht mit Silvervalis in der verborgenen Bastion. Ich gebe demnächst mal einen aus. Ja, wir dann nicht. Erzählen wir uns was. Nee, will ich nicht. Aber einen ausgeben kannst du mir trotzdem. Sollte mal, das ist die Hose hier. Genau. Mehr Rüstung und eigentlich alles mehr. Deswegen ziehen wir uns das jetzt mal an. So, haben wir sonst noch was? Nee. Hä, wo ist denn... Hier war doch irgendwo noch was. Da oben. Bringt die Vorräte zu... Ach, das ist hier diese zwielichtige Gestalt in der Gosse. So, ich versuche den mal zu finden. Das kann ja nur irgendwo hier sein. Ah, da. Okay, dann wird das hier... Ja, ne? Sieht so aus, als ob das hier wäre. Ja, oder auch nicht. Ach, dann steht der hier unten wahrscheinlich, ne? Genau, hier ist er. Große Sonne. Möge die Welt morgen noch existieren. Ja, irgendwas habe ich hier gemacht. Das, hier ist so ein Buff aufgestiegen. Ihr fühlt euch ausgeruht. Ne, das glaube ich nicht. Ah, ich habe keine Ahnung. Ja, hier ist irgendeiner am fighten, was das Zeug hält, gegen die Straßenratten. Soll jetzt nicht mein Bier sein. So, warte mal. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Nee, wir müssen jetzt hier nur noch sprechen. Und, ach, guck mal. Das ist ja gar nicht, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach so, das ist die verborgene Bastion. Ich habe doch gesagt, wir müssen hier irgendwie über die Brücke. Genau, das heißt, das werden wir, glaube ich, auch als nächstes machen. Dann werde ich da schon mal hinreiten. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nirgendwo durch so ein, so ein feindes Zeug da laufe. Da würde ich sagen, werde ich mich da schon mal hinbegeben und dann dort oben die Folge beenden. Dazu müssen wir nämlich wirklich einmal zurück. Wir müssen jetzt nicht über diese Brücke hier, die doch ein wenig hinderlich zu sein scheint. Sondern, warte mal, hier ist irgendwo Erz. Nee, ach, es ist kein Erz. Okay, es ist ein Runenbirkenstamm. Okay, ja, das ist eigentlich uninteressant. Die geben kaum Geld. Die Erze geben, wie gesagt, noch einiges an Gold und Platin. Aber hier die Pflanzen, die geben irgendwie gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Ha, ich werde, wie gesagt, mit diesem Let's Play-Charakter kein Crafting jetzt hier groß anfangen. Das mache ich alles mit meinen Nebencharakteren. Wobei ich immer noch glaube, dass eigentlich nur zwei Berufe wie in jedem MMO eigentlich ja, von Vorteil sind. Beziehungsweise
eine stetige Geldgrube sind. Das ist einmal der Apotheker hier in dem Fall, um die ganzen Tränke herzustellen. Und einmal der Ausstatter, um die Taschen herzustellen. Ich weiß nicht, ob man später die gecraftete Rüstung tragen wird. Habe ich keine Ahnung. Ah, da vorne fängt die Brücke an. Okay. Ihr könnt mich gerne berichtigen, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches erzähle. So, wir müssen hier irgendwie uns durchschlängeln. Na, guck mal, hier ist ein Artefakt. Oh, sehr cool. Das lesen wir ein, wenn ich das finden würde. Warte. Gib mir einen kleinen Moment. Da. Drachenbetriebene Maschinen. Sehr cool. Oh, guck mal, da haben wir sogar fast von. Und hier auch. Ich werde das aber erstmal hier reinhauen. Irgendeine Verschwörung. Aha. So, aber ich will eigentlich über die Hängebrücke. Auf die andere Seite. Totenschlucht. Ich glaube, da unten sind wir auch noch gar nicht hergegangen. Da ist auf jeden Fall ein Skeptiker-Außenposten. Ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Guck mal, hier gibt es auch eine Quest. Die haben wir gar nicht angenommen. Hier. Garem. Vielleicht ist das da unten. Ich Idiot. Hier ist ein Drachenwächter. Es kann natürlich sein, dass wir da runter müssen. Ja, wir müssen runter. Okay. Zack. Da bin ich. Gut, dann werden wir mal mit ihm sprechen. Yes. Okay. Bringt die Schluchthüter unter Kontrolle. Das gibt einen fashion Stab, den wir nicht brauchen. Dann besorgen wir beschädigte Alpha-, Beta- und Gamma-Einheiten. Jawohl. Warte mal, hier war doch irgendwo noch einer. Ich glaube, auf der anderen Seite. Da müssen wir jetzt hier rüber. Ja, müssen wir es einmal tun. Ist ja nicht weiter schlimm. So viel Zeit habe ich noch. Und dann muss das Ding aber auch schleunigst gerendert werden, damit es am Sonntag noch einigermaßen pünktlich kommt. Ich bin schon wieder ein bisschen in Zeitverzug. So, genau, hier ist der Questgeber, ein Fischer. Was möchte dieser Fischer vernichtet? Schluchtprahler. Was sind Schluchtprahler? Ach, das sind diese Echsen hier, die Raptoren. Okay, ich gehe wieder zurück in den Außenposten. Ich fange jetzt noch nicht an mit dem Questen. Ach, guck mal, da können wir auch hoch. Sehr fesch. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Rift. Also, bis dann.